Ja, nochmal zurück zu diesem Nahostkonflikt. Das Ganze hat ja eine sehr lange Geschichte. Und Olli hat ja kürzlich in Wissen ist Olli mal versucht, kurz und knackig in einigen Punkten darzulegen, was hinter diesem Konflikt steckt. Und es ist ihm ja auch ganz gut gelungen. Zumindest war ja im Forum das Feedback ganz positiv. Wohlgemerkt, Olli arbeitet allein und hat keine Redaktion hinter sich, die sozusagen nochmal alles nachprüft und nochmal alles nachrecherchiert. Das ist aber durchaus bei Checks vom Bayerischen Rundfunk der Fall. Das ist ein öffentlich-rechtliches Wissensformat. Dort steht ein ganzes Team hinter solchen Clips, die produziert werden. Und deshalb muss umso mehr die Frage gestellt werden, wie es passieren konnte, dass ein so fehlerhafter Clip wie dieser hier online gehen konnte. Um herauszufinden, warum das so ist, müssen wir in die Vergangenheit reisen. Und zwar über 2000 Jahre. Damals hieß die Region, in der heute Israel und die palästinensischen Gebiete liegen, Palästina. Und in dieser Region sind drei ganz, ganz berühmte Religionen entstanden. Nämlich das Judentum, das Christentum und der Islam. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg haben dann die Vereinten Nationen, das ist ein Zusammenschluss von ganz vielen Ländern auf der ganzen Welt, einen sogenannten Teilungsplan vorgeschlagen. Der sah vor, dass an die Jüdinnen und Juden die rosa markierten Teile gehen. Und alles, was grün ist, das sollte an die Palästinenser gehen. Das ist so ungefähr halb-halb. Viele arabische Länder, zum Beispiel Ägypten und Syrien, die haben diesen Plan abgelehnt. Aber die Jüdinnen und Juden waren damit einverstanden und haben am 18. Mai 1948 das Land Israel gegründet. Guckt mal, das hier ist ein ganz, ganz wichtiges Ereignis in der Geschichte des Nahostkonflikts. Der in der Mitte, das ist Bill Clinton. Der war damals der Präsident der USA. Und er hat dafür gesorgt, dass die zwei sich die Hand geben. Das da ist Yitzhak Rabin. Der war damals der Präsident von Israel. Und er hier ist Yasser Arafat. Er war damals der Chef der Palästinenser. Ja, da haben wir schon mal drei Fehler im Clip zu nennen. Also zunächst mal wurde der Islam nicht vor gut 2000 Jahren im Gebiet Palästinas gegründet, sondern deutlich später als das Christentum und das Judentum, und zwar im heutigen Saudi-Arabien. Die Gründung des Staates Israels erfolgte nicht am 18. Mai 1948, sondern am 14. Mai. Und Yitzhak Rabin war nicht Präsident Israels, er war Ministerpräsident. Präsident war zu der Zeit Etzer Weismann. Und es wurden noch viele weitere Fakten falsch benannt oder zumindest ungenau formuliert. Zum Beispiel ist auch wichtig zu erwähnen, dass die Gründung eines Staates Palästina auch an Ägypten und Jordanien scheiterte. Also nicht nur der böse Westen das sozusagen verhindert hätte. Das sind alles Kleinigkeiten, keine Frage, aber bei einem Wissensformat sollte man doch schon genau hinschauen, was man da an Informationen rüberbringt, vor allem, wenn man es Kindern und Jugendlichen erzählt. Naja, die Botschaft kam zumindest dann an, der Clip ist mittlerweile gelöscht worden. Ob er nochmal überarbeitet online geht, das werden wir sehen. Eine ganz ähnliche Kritik hat sich auch gegen den WDR gerichtet, genauer gesagt gegen das Online-Portal 9.5. Auch dort gibt es Wissen für Kinder und Jugendliche abzurufen. Dazu gehört auch ein Lexikon von A bis Z, wo diverse Ereignisse und Dinge eben in einfacher Sprache erklärt werden. Und unter N fand man bisher auch den Begriff Nahostkonflikt. Ich zitiere mal. 1964 gründeten sie, also die Palästinenser, die Befreiungsorganisation PLO und setzten sich seither für einen eigenen Palästinenserstaat ein. Den gibt es aber bis heute nicht. Und dann die Frage, warum gibt es nicht einfach einen palästinensischen und einen israelischen Staat? Nach dem Zweiten Weltkrieg und auch später gab es Pläne für die Gründung der Länder Israel und Palästina, die sogenannte Zwei-Staaten-Lösung. Die arabische Bevölkerung war aber anfangs dagegen, weil sie das Land als ihre Heimat betrachtete. Sie sah keine Berechtigung für einen jüdischen Staat Israel. Deshalb wurde nur Israel offiziell gegründet und international anerkannt. Als später auch die PLO sich für einen eigenen Staat einsetzte, gingen die Israelis immer wieder mit Waffengewalt gegen diese Pläne vor. Die Gewalt schürte Gegengewalt bei den Palästinensern und es ist bis heute immer wieder zu kriegerischen Auseinandersetzungen gekommen. Dabei haben sich die Grenzen Israels mehr und mehr verschoben und die beiden palästinensischen Autonomiegebiete im Gazastreifen und im Westjordanland sind stark geschrumpft.
Ja, also auch hier eine völlig einseitige Darstellung der Dinge, so als sei die Gewalt der Palästinenser quasi nur so eine Art Notwehr gegen Israel, weil die ja mit der Gewalt angefangen hätten. Dass die PLO die Zerstörung Israels zum Ziel hatte, wird zum Beispiel mit keinem Wort erwähnt. Und der Knaller ist dann eben auch noch das Foto, was man da auch noch sieht. Das ist nämlich eine von der Hamas verbreitete Fake-Karte. Die hat auch Erdogan irgendwann mal gezeigt. Die ist aber falsch. In dieser Art und Weise sind die Gebiete der Palästinenser nicht geschrumpft. Das ist schlichtweg Unfug, der da zu sehen ist. Und auch in Bezug auf den 7. Oktober wird ein falscher Eindruck erweckt. Die Hamas hätte mit Bodentruppen Israel angegriffen, heißt es dann nämlich noch. Ja, wie klingt das denn? So als sei es quasi eine Art Armee, die da einmarschiert wäre. Nein, das sind Terroristen, die ein grauenhaftes Massaker bei diesem Musikfestival angerichtet haben. Das ist etwas ganz anderes. Ja, auch hier kam es dann zu diversen Beschwerden, sodass der Text auch erstmal komplett offline genommen wurde. Jetzt steht an der Stelle erstmal nur dieser Infotext hier. Dieser Eintrag wird zurzeit auf Fehler überprüft und erneuert. Wir stellen ihn schnellstmöglich wieder zur Verfügung, das 9,5-Team. Und noch ein Beispiel, wo Kinder falsch oder zumindest lückenhaft informiert werden. In Logo, die Kindernachrichten im Kinderkanal. Dort ging es in dieser Woche um Antisemitismus in Deutschland. Na, und wer ist die Tätergruppe? Die meisten Menschen in Deutschland wollen, dass es nie wieder Gewalt gegen Juden gibt. Auch heutzutage leben jüdische Menschen in Deutschland. Sie sind Arbeitskollegen, Schulfreundinnen oder Nachbarn. Aber es gibt in Deutschland auch heute noch Antisemitismus. Und es kommt immer wieder vor, dass Juden beschimpft, bedroht und angegriffen werden. Und von wem? Ja, natürlich auch von Rechtsextremisten. Aber gerade die letzten Wochen haben doch wohl gezeigt, dass das ein etwas einseitiges Bild ist, das immer nur so darzustellen. Aber hier scheint wohl eine ähnliche Weltanschauung vorzuherrschen wie bei den Datteltätern zum Beispiel. Denn kurz darauf wird im Logo auch noch das hier präsentiert. Das könnt ihr nach der Sendung machen. Jetzt schauen wir erstmal nach oben zu den Sternen. Mal sehen, was da heute so los ist. Na toll. Hä? Ich sehe hier nur die langweilige Studiodecke. Ich will doch Sterne sehen. Okay, okay. Wer möchte wie Maral in den Sternenhimmel abtauchen? Wow, wow, okay. Kein Problem. Ihr müsstet allerdings gemeinsam nach New York reisen, denn hier gibt es gerade diese galaktisch schöne Sternenwelt zu sehen. Moment, Moment, was war das gerade? Also, dass da jetzt 5 Kinder ausschließlich mit Migrationshintergrund zu sehen sind, das will ich mal so hinnehmen, auch wenn es alles andere als divers ist. Aber dass ein kleines Mädchen bereits ein Kopftuch trägt, weist auf besonderen religiösen Fanatismus der Eltern hin. Denn das Gebot zum Tragen des Kopftuches gilt im Islam für Mädchen ab 14 Jahren. Eltern, die also ein so kleines Mädchen schon nötigen, ein Kopftuch zu tragen, sind besonders extremistisch. Dazu kommt, dass man bei genauerem Hinsehen sogar den Eindruck haben könnte, das Mädchen zeige den IS-Finger. Aber hoffen wir mal, dass zumindest das keine Absicht war. Und dann erschien auch noch auf dem YouTube-Kanal des Weltspiegels ein merkwürdiger Clip. Also auch Informationen für Erwachsene sind hier mit viel Vorsicht zu genießen. Die Hamas sind nicht die PalästinenserInnen. Warum ist das wichtig? Die Hamas ist eine islamistische Organisation und eine politische Partei. In der EU und vielen weiteren Ländern gilt sie als terroristisch. Seit 2007 kontrolliert die Hamas den Gazastreifen und verübt als Miliz Anschläge auf Israel. In Teilen des ebenfalls palästinensischen Westjordanlandes regiert eine andere, gemäßigte Partei. Der Gazastreifen wird von Israel isoliert. Vielen Menschen fehlt es dort seit Jahren an Grundversorgung. Die Hamas hatte wegen ihrem sozialen Engagement Unterstützer in der Bevölkerung. 2006 hat sie sogar bei den Palästina-Wahlen gewonnen. Doch seitdem herrscht die Hamas in Gaza autoritär. Wer gegen die Hamas ist, wird verfolgt. Also die palästinensischen Gebiete, der Gazastreifen und das Westjordanland sind geografisch und politisch getrennt. Und es ist schwer zu sagen, wie viele Menschen im Gazastreifen die Hamas tatsächlich unterstützen. Was soll das denn bitte für eine Karte sein, die wir hier gerade gesehen haben? Also es hat mit der Realität jedenfalls nicht viel zu tun. Hier rechts zum Vergleich mal die Karte, so wie sie sich real derzeit darstellt. Das Westjordanland reicht nicht mehr bis an die libanesische Grenze und der Gazastreifen stimmt auch nicht ganz. Aber die Redaktion vom Weltspiegel hat dann reagiert und einen Fehler eingeräumt.
Wir haben einen Fehler gemacht und bedauern das sehr. Im Clip ist nicht wie beabsichtigt die aktuelle Karte der palästinensischen Gebiete, sondern fälschlicherweise eine historische Karte Israels und der palästinensischen Gebiete eingesetzt worden. Wir bitten um Entschuldigung. Dann schauen wir uns doch mal die historische Karte im Vergleich zur Weltspiegelkarte an. Nee, stimmt leider auch nicht. Vor allem beim Gazastreifen da unten links hat man eine ganze Ecke unterschlagen. Oder um es klar zu sagen, der Weltspiegel hat uns hier eine Fantasiekarte präsentiert. In den vergangenen 75 Jahren gab es nicht einmal die Situation, dass der Zuschnitt der Gebiete so gewesen wäre, wie er uns hier gezeigt wurde. Ja, wer auch immer in der Weltspiegel-Redaktion für diese Grafik zuständig war. Das fragt man sich auch bei Maybrit Ehner. Denn auch dort gab es kürzlich eine Grafik zu sehen, die so jedenfalls nicht ganz korrekt sein kann. Wir haben in Deutschland tatsächlich erschreckende Zahlen. Gucken wir uns das nochmal an. Seit dem 7.10. zählt das BKA 3.348 Straftaten, eben auch so aufgestellt und untergliedert. Kapern die Extremisten da auch diese Demonstrationen oder sind sie ihr Kern? Entschuldigung, irgendwie kann es ja nicht sein, dass die Balken rechts und sonstige gleich hoch sind, oder? Der Rechtsbalken müsste ja mehr als die Hälfte niedriger sein, also so etwa. Oder passt auch hier etwas wieder mal nicht ins redaktionelle Weltbild? Die Mediatheke, jeden Samstag neu auf Massengeschmack.tv und es gibt dort noch viele weitere Beiträge, die gar nicht auf YouTube erscheinen. Also es lohnt sich, ein Abo bei uns abzuschließen. Jetzt einfach mal 14 Tage kostenlos testen.